Und damit herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge bei Black Mirror 2. So, dann setzen wir unsere Aufspürarbeit mal fort. Erstmal auf nach Hause. Und da müssen wir dann mal gucken, dass wir die ganzen Fotos irgendwie entwickelt bekommen. So, dann müssen wir mal gucken. Auf ins Badezimmer. Ich habe alles beisammen, was ich für die Entwicklung der Bilder brauche. Das wird jetzt etwas dauern. Also los. Okay, er macht das anscheinend alles von alleine, ne? Sehr gut. Müssen da nicht extra nochmal eingreifen. Ich hab die Bilder. Sie sind ziemlich gut geworden, wenn man bedenkt, unter welchen Bedingungen ich sie entwickeln musste. Ja. Der ganze Kram, den ich für die Entwicklung gebraucht habe, liegt in der Badewanne. Ich hoffe, ich brauche ihn erstmal nicht mehr. Nur Eddies Dia-Projektor nehme ich mit. Ich wünschte, ich könnte mir eigene Abzüge von den Bildern machen. Aber das Fotopapier ist alle. Aber wenigstens eins werde ich behalten. Ja, eins wird nicht auffallen. Ich gehe nochmal meine Mutter besuchen. Und dann mache ich mich ausgefertigt. Und du meinst, dieser Typ verfolgt mich? Meine reisende Studentin aus England? Warum sollte er? Keine Ahnung. Ich habe ja auch nicht gesagt, dass er dich verfolgt. Ich habe nur gesagt, dass es sein könnte. Vielleicht verfolgt er mich ja. Schon gut, Darren. Das war nicht böse gemeint. Was ist los mit dir? Ach, ich weiß auch nicht. Es ist einfach gerade alles zu viel für mich. Meine Mom liegt im Krankenhaus. Diese Sache mit England und dann dieser Kerl. Welche Sache mit England? Naja, meine Mom. Sie bekommt Geld aus England. Ein Kaff namens Willow Creek. Kennst du das? Ja, ich weiß sogar ungefähr, wo das liegt. Ich glaube, es ist der Ort, an dem meine Mom als Köchin gearbeitet hat. Und sie bekommt immer noch Geld von da? Ihr Plumpudding muss göttlich sein. Das ist es eben. Es ist über 20 Jahre her. Wer schickt dir über $1,000 jeden Monat? Und wofür? Dieses Kästchen habe ich bei den Überweisungen gefunden. Ich habe es zuvor noch nie gesehen. Und das Wappen mit den drei Löwen, das ist ein englisches Wappen, oder? Das ist es. Was genau tust du da? Ich dachte nur, du wolltest vielleicht den Inhalt sehen. Du weißt, wie man es öffnet? Solche Schatullen wurden im 19. Jahrhundert zu Tausenden produziert. Es gibt einen speziellen Verschlussmechanismus, der Neugierige fernhalten soll. Hat wohl nicht ganz funktioniert. Was ist drin? Ein Foto. Oh. Das scheint Bates zu sein, ne? Der Butler aus dem ersten Teil. Mir scheint, das ist der gute Bates. Ein Mann und eine Frau vor einem schmiedeeisernen Tor. Ist das deine Mom? Und der Mann, ist das dein Vater? Steht hinten was drauf? Black Mirror Castle, Willow Creek, England. Oktober 1969. Was ist? Meine Mom. Darren! Findest du, sie sieht aus, als wäre sie im fünften Monat schwanger? Wird ja immer mysteriöser, ne? War das Bild wieder, ne, von dem Leuchtturm. Kapitel 2. Wer stört? Wer reißt mich hier aus meinem wohlverdienten Schlaf? Darren Michaels,
Conley mein Name. Ich bin Inspektor der hiesigen Polizei. Bin ich verhaftet? Nein, das nicht. Aber wir müssten mit Ihnen sprechen. Darf ich eintreten? Sicher. Na, er ist schon drinne. Darf ich eintreten? Steht mitten im Wohnzimmer. Also? Sie arbeiten in Fullers Fotostudio, ist das richtig? Seit gestern nicht mehr. Nicht mehr? Warum? Das Betriebsklima. Ich habe gekündigt. Gekündigt? Oder wurden Sie hinausgeworfen? Gab es Streit? Ist was mit Fuller? Bitte sagen Sie ja. Also, ja. Haben Sie ihn verhaftet? Oder hat ihn irgendjemand in einer dunklen Seitengasse zusammengetreten? Würde Ihnen das gefallen? Nur wenn's schmerzhaft war. Er ist tot. Er wurde heute in den frühen Morgenstunden erstochen. Wir zählen noch die Einstiche. Können Sie uns dazu etwas sagen? Nein. Nichts, was Sie angemessen finden würden. Da muss jemand eine ziemliche Wut auf den alten Mr. Fuller gehabt haben. Wie wütend waren Sie auf ihn, Darren? So wütend, dass ich seinen Tod nicht bedauere. Aber ich habe nichts damit zu tun. Ich habe ihn gestern Nachmittag, als er mich rausgeworfen hat, zum letzten Mal gesehen. Und danach sind Sie nicht mehr im Laden gewesen? Nein. Wir haben Ihre Fingerabdrücke gefunden. Klar, ich habe da gearbeitet. Auf dem Tresor. Gehörte das zu Ihrer Arbeit? Was wollen Sie? Wo waren Sie gestern Abend? Ich war am Balbers Diner. Mit einer Freundin. Richtig, Angelina Morgan. Sie kennen sie noch nicht lange, oder? Muss man in dieser Stadt verlobt sein, wenn man mit einer Frau ausgehen will? Oh, keineswegs. Wenn Sie sie besser kennen würden, könnten Sie mir nur vielleicht erklären, warum Miss Morgan Mr. Fuller ermordet hat. Was? Sie wurde praktisch auf frischer Tat ertappt. Praktisch? Sie stand blutverschmiert vor Mr. Fullers Leiche. Noch klarer wäre die Sache nur, wenn wir ein notariell beglaubigtes Video vom Mord hätten. Das ist doch absurd. Vielleicht hat sie den toten Fuller entdeckt und wollte helfen. Behauptet sie auch. Und was macht sie mitten in der Nacht in Fullers Laden? Was weiß ich? Fragen Sie sie. Das haben wir. Sie sagt, sie wäre von einem Mann telefonisch dorthin bestellt worden. Von ihrem Verfolger? Richtig, vom großen Unbekannten. Deswegen bin ich hier. Miss Morgan sagt, Sie hätten ihr von ihrem Verfolger erzählt? Allerdings. Und der Hotelbesitzer hat ihn auch gesehen. Bei ihm war ich schon. Er bestätigt, dass sich jemand nach Miss Morgan erkundigt hat. Aber er kann uns keine brauchbare Beschreibung geben. Haben Sie den Mann genauer gesehen? Hab ich. Er hat eng zusammenstehende Augen und... Nicht hier. Kommen Sie aufs Präsidium. Da können wir ein Phantombild anfertigen. Was ist mit Angelina? Naja, warten wir mal ab, was der Herr zu sagen hat, den Sie gesehen haben. Wenn er der Anrufer war, wird er es kaum zugeben. Wenn es diesen Anruf überhaupt gab. Kommen Sie bitte so bald wie möglich. Wir brauchen das Phantombild. Mysteriös. Ich hätte jetzt eigentlich eher damit gerechnet, dass vielleicht der Ehemann von Mrs. Biber dahinter gesteckt hat, ne? Dass der doch irgendwas von der Erpressung mitbekommen hat. Und dass der Fuller vielleicht über die Wupper geschickt hat. So, die große Frage ist, können wir hier noch irgendwas machen? Mom ist Musikfan. Das haben wir gemeinsam. Das kennen wir schon. Und hier scheint ansonsten nichts mehr zu sein. So, wir sollen zum Polizeipräsidium gehen. Dann machen wir das als nächstes direkt mal. Nein, das ist er nicht. Der Haaransatz war höher. So vielleicht? Nein, es war hier mehr... Können Sie mich nicht einfach kurz da ranlassen? Sicher. Schauen Sie, Sie haben hier die verschiedenen Kinnformen und Augenbrauen und so weiter. Ich habe Ihnen zugesehen. Ich habe das Prinzip verstanden, okay? Über die Pfeile können Sie wechseln. Wenn Sie zufrieden sind, klicken Sie hier auf Save und... Ja, ich krieg das schon hin. Okay, okay. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie fertig sind. Mhm. Okay. Je schneller die Polizei diesen Typen findet, desto schneller kann ich Angelina helfen.
Wie sah der Kerl noch gleich aus? Na klasse. Okay. Schmierige Haare, hat er gesagt. Aber was sind schmierige Haare? Das hier vielleicht? Ah. Dünnes Kinn. Ach du Heiliger. Den hat man auch, halt auch nur ganz kurz gesehen. So. Eine spitze Nase, hat er gesagt. Und eng zusammenstehende Augen. Aber der hatte doch keinen Bart, oder? Hatte der einen Bart? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß halt null mehr, wie der aussah. Sind Sie fertig? Nein. So ganz passt das noch nicht. Kann ich mal eine Pause machen? Ja, aber nur kurz. Wir brauchen das Phantombild. Schon gut. Tja, die Frage ist jetzt natürlich, haben wir im Journal irgendwas stehen? Wer ist der Fremde? Die haben wir doch bestimmt irgendwelche Hinweise aufgeschrieben, ne? Hier schleicht ein seltsamer Mann durch die Gegend. Er ist mir im Diner begegnet und gerade habe ich gesehen, dass er Angelina zu verfolgen scheint. Wiedersehen, heute noch. Ihr solltet ihr voller Bilder ins Hotel bringen. Anscheinend hat es sie nicht gestört, dass er mich vor ihr niedermachen wollte. Leider war mein Film voll, aber ich habe mir sein Gesicht gemerkt. Braune, zurückgekämmte Haare. Kleine, gerade Nase. Mit Falten an den Seiten. Tiefliegende Augen, dunkle Augenbrauen. Kleiner Schnurrbart. Etwas eingefallene Wangen. Tja, das ist eine Frage. Braune, zurückgekämmte Haare mit Falten an den Seiten. Gucken wir mal, ob wir den noch mal hinkriegen. Mir ist noch etwas eingefallen. Sehr gut. So, okay. Was hier vielleicht? Spitzes Kinn. Das könnte hinkommen. Das könnte hinkommen. Das könnte passen. So, wir müssen halt bloß gucken, ob das mit den Haaren funktioniert. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Und? Das ist er. So in etwa sah der Typ aus, der mich und Angelina verfolgt hat. Kenne ich nicht. Vielleicht ein Tourist. Sie sagten ja auch, er habe mit Akzent gesprochen. Allerdings, was ist nun? Wie geht's weiter? Wir werden die Bilder in der Stadt verteilen und den Herrn zu einem Gespräch einladen. Und Angelina? Nun ja, sie ist... Angelina! Tja, erst mal eine Handschellen. Ich war es nicht. Du musst mich hier rausholen. Sie wollen mir das anhängen. Ich weiß, aber das kriegen wir schon hin. Sie wollen heute Nachmittag Anklage erheben. Du musst irgendwie... Kommen Sie, Miss Morgan. Darren! Ich hol dich hier raus. Ich lass mir was einfallen.
Kommen Sie, Darren. Finger weg! Ich werde herausbekommen, was hier gespielt wird. Sie ist unschuldig. Was für ein Motiv sollte sie haben? Das ist die Sache. Wir wissen es nicht. Sehen Sie? Und andere hatten ein Motiv. Fuller hat Leute erpresst. So? Mrs. Biber vom Diner. Sie hat Geld an Fuller gezahlt. Viel Geld. Woher wissen Sie das? Ist das wichtig? Sie hatte ein Motiv. Und was ist mit dem Typen da? Er war gestern bei Fuller. Wir haben kein Geld in Fullers Laden gefunden. Und dieser Herr ist ein Zeuge, mehr nicht. Was die angebliche Erpressung angeht, haben Sie Beweise? Beweise? Fragen Sie Mrs. Biber. Und die würde uns sagen, wenn sie von Fuller erpresst wurde? Setzen Sie sie unter Druck? Aufgrund Ihrer Vermutung? Nein, das reicht nicht. Wir brauchen Beweise oder wenigstens Hinweise auf eine Erpressung, bevor wir aktiv werden können. So lange sitzt unsere einzige Verdächtige dort hinter Gittern. Dann werde ich die Beweise besorgen. Wieder müssen wir alles tun, die Polizei guckt zu, ne? Nur wo fange ich an? Ich brauche Beweise, dass Fuller ein Erpresser war. Nur womit hat er Mrs. Biber erpresst? Und nur sie oder auch noch andere? Ich möchte wetten, diese Geheimtür in seinem Keller hat damit zu tun. Nur, wie kann ich sie öffnen? Ob Fuller den Schlüssel immer noch bei sich trägt? Ich muss es herausfinden. Ach du Heilige. Ob Fuller das bei sich trägt, der wird in der Leichenhalle sein, ne? Na super. Dieses Porträt von Angelina werde ich behalten. Sie sieht einfach umwerfend aus. Die schönste Frau, der ich jemals begegnet bin. Meine Mutter und irgendein anderer Mann. Hinten steht Black Mirror Castle, Willow Creek, England. Oktober 1969. Und das letzte Item, was wir dazu bekommen haben hier, ne? Das ist er. So in etwa sah der Typ aus, der mich und Angelina verfolgt hat. Ja, unsere Item-Übersicht ist schon geringer geworden, ne? So, wir könnten uns rein theoretisch hier mal umgucken, bevor wir den Ort hier wieder verlassen. Täter, Opfer, Verbrechen, Schicksale. Alles ordentlich abgeheftet und damit erledigt. Und wird doch mal ein Fall aufgeklärt, dürfte der Zufall seine Finger im Spiel gehabt haben. Ich glaube kaum, dass sie mich hier in den Akten herumschnüffeln lassen. So, Wasserspende? Wasser zu verkaufen muss ein unglaubliches Geschäft sein. Man füllt irgendwo Wasser in Flaschen und packt ein schickes Etikett und einen Fantasiepreis drauf. Diese ganzen beschissenen Megakonglomerate versuchen es mittlerweile sogar, sich die Herrschaft über die Wasserversorgung ganzer Länder zu sichern. Dann steigen die Preise ins Unermessliche und das sowieso schon völlig verarmte Volk dort ist komplett im Arsch. Ja, die soll mal Nestle fragen, ne? Das ist gruselig, das Spiel ist auch schon ein ganzes Ende älter und die waren schon auf dem richtigen Riecher, ne? Ich bin nicht durstig. Das ist kein Grund, nimm dir trotzdem einen Wasser, Becher Wasser. Da geht's zu den Zellen. In solchen saß ich auch schon zweimal nach Demonstration. Für die meisten in meinem Bekanntenkreis war das so etwas wie eine Auszeichnung. Ich fand's scheiße. Tja, sollte man mal die Klimakleber fragen. Na, wir gucken uns mal ein bisschen weiter um. Dahinter ist das Büro dieses selbstgefälligen, verblendeten Inspektors. Ob er wirklich glaubt, Angelina hätte diesen fetten Sack umgebracht? Ja, ich meine, gut, er geht nach der Beweislage, ne? Was soll der groß denken? Beweislage, die sieht nur mal danach aus im Moment. Nach diesen finsteren Gesellen wird gefahndet. Da sind ja erbärmliche Verbrechervisagen dabei. Ich frage mich immer, ob die Polizeifotografen eine besondere Ausbildung haben, um jeden wie ein Verbrecher aussehen zu lassen. Oder liegt es daran, dass die Bilder auf Fahndungsplakaten kleben? Mir kommt es zumindest immer so vor, als ob jeder auf den Bildern exakt so aussieht, wie man sich einen Verbrecher vorstellt. So, gucken wir mal, ob hier hinten noch irgendwas ist. Haben wir aber, glaube ich, alles gesehen, ne? Hier ist nochmal was. Mhm. Die Polizei müsste kürzlich mit neuen Rechnern ausgestattet worden sein. Alles ziemlich aktuelle 486er. Wie putzig, 486er. Der neue Pentium-Prozessor ist schon angekündigt. Aber ich frage mich, wer diese Rechenleistung wirklich braucht. Solange meine Sierra Adventures zu Hause laufen, brauche ich jedenfalls kein schnelleres System. Oh ja, das waren noch Zeiten. Guten alten Sierra-Spiele. Da wäre eine Erinnerung wach. Können wir mit ihr nochmal irgendwas bequatschen?
Oh, Tatsache. So, über Fullers Laden. Wurde Fullers Haus gründlich durchsucht? So gründlich, wie es nötig war. Das heißt? Wir haben einen Mord und eine Tatverdächtige, die praktisch auf frischer Tat ertappt wurde. Wir haben also den Tatort fotografiert und die Spurensicherung hat alles dokumentiert. Haben Sie den Keller durchsucht? Nur flüchtig. Das habe ich mir gedacht. Also haben Sie keine Spuren gesichert, wie üblich. So, und über den dicken, feisten Mr. Fuller? Kannten Sie Fuller? Er war ein Schwein. Und deswegen hat er es verdient, umgebracht zu werden? Warum sollte Angelina ein Dutzend Mal auf ihn einstechen? Warum sollte es jemand anderes tun? Sieht mir nach Leidenschaft aus. Angelina kannte ihn kaum. Vielleicht war sie wie von Sinnen. Eine Literaturstudentin aus England im Blutrausch. Hat es alles schon gegeben. Und wer sagt denn, dass sie Fuller nicht kannte? Vielleicht hatte sie ein verdammt gutes Motiv. Sollten Sie sich nicht sicher sein, dass jemand ein verdammt gutes Motiv hat, bevor Sie ihn wegen Mordes anklagen? Nicht bei so einer Bluttat. Wer das einem anderen Menschen antut, hat dabei nicht viel nachgedacht. Vielleicht hatte sie überhaupt kein Motiv und es hat einfach Klick gemacht. Das klingt mir sehr weit hergeholt, ne? So, die Leiche von Fuller. Ist Fullers Leiche schon obduziert worden? Nein, noch nicht. Wir erwarten die Ermittler aus Portland gegen Mittag. Und bis dahin? Warten wir. Toll! Wo ist Fullers Leiche jetzt? Im Krankenhaus. Sie haben da eine Pathologie. Warum zum Henker erzählt die uns das, ne? Warum zum Henker erzählt die uns das? Das sind doch Informationen, die würde man einem Zivilisten überhaupt nicht geben. Weil, was soll der damit anfangen? Das verleitet doch nur, dass wir jetzt auf eigene Faust Ermittlungen machen. Naja, passt irgendwie. So, widerliches Wetter. So, ich würde mal sagen, wir machen einen kurzen Abstecher Richtung Krankenhaus. Oh, vor allen Dingen haben wir die Lichterkette nicht wieder in Ordnung gebracht, ne? Gucken wir mal, ob wir die Lichterkette wieder... Oh, was hat sie denn da gerade entsorgt? Haben wir da gerade ein blutiges Messer entsorgt, meine Liebe? Haben wir da gerade ein blutiges Messer entsorgt? War es das? Eine einfache Lichterkette. Haben wir die Glühbirne noch? Nee, ne? Nee. Jetzt bin ich aber mal neugierig. Hinweise im Müll, ne? Ist ein Versuch wert. Bäh, ein betörender Geruch. Also, was haben wir hier? Mülltüten mit Essensresten? Verpackung? Servietten und... Hey, das sind ein Haufen Papierschnipsel. Na super, eine Schnitzeljagd. Das könnte in der Tat interessant sein. Ich nehme mal ganz stark mehr an, das Interesse wird der... ist nicht drin. Das wird der Erpresserbrief wahrscheinlich sein, ne? Aufdringliches Teil. Vermutlich eine Touristenkutsche. Besonders Europäer verwechseln Neuengland gerne mit Kalifornien und meinen deshalb hier mit Cabrios oder Mustangs rumfahren zu müssen. Die meiste Zeit des Jahres kann man hier mit einem offenen Wagen nichts anfangen. Läge Biddeford nicht am Meer, wären hier meistens Schneeketten angebracht. So, dann gucken wir mal. Das sind die Papierschnipsel aus dem Müllcontainer am Diner. Mal schauen, ob ich sie zusammensetzen kann. Ach du Gott. Naja, wir beginnen erstmal mit den Außenstellen, ne? Das ist immer am einfachsten. Das ist auch eine Außenseite. Machen wir erstmal alles, was Ecken hat. Das könnte hier hin passen. Und das kommt hier hin. Ah,
Das, na, wobei, könnte vielleicht passen. Das kommt hier dran. So, ein paar Teile müssen wir mal wegpacken, damit wir hier ein bisschen Platz kriegen. Scheint mir ein recht großer Brief zu sein. So, da haben wir auch nochmal ein Zwischenstück. Das kommt da rein. Das passt aber, das passt hier schon mal dran. So, das kommt hier dran. Das kommt hier dran. Das kommt hier dran. So. Endlich mal ein bisschen was, was einfacher ist, ne? Nicht mehr ganz so einfach, nicht mehr ganz so schwer. So, dann kommt das hier hin. Das kommt dann hier dran. So, das ist das Teil von oben. Das kommt hier dran. Das kommt hier rein. Das kommt da rein. Naja, seht ihr schon, wird ein Schuh draus. Schon wird ein Schuh draus. Oder ein Brief. Ah, einwandfrei. So, dann gucken wir mal, was da drin steht. Bin ich mal gespannt. Ich glaube, das ist ein Brief von Fuller an Mrs. Biber. Vielleicht sogar der, den ich ihr gestern in die Hand gedrückt habe. Liebste Claire, ich bin etwas enttäuscht, dass du mich gar nicht mehr besuchen kommst. Vermisst du all unsere gemeinsamen Stunden gar nicht? All den Spaß, den wir hatten? Schau dir die Bilder an. Du siehst so zufrieden und friedlich aus, findest du nicht? Ich sag dir, dir hat es auch Spaß gemacht. Und du traust dich nur nicht, es einfach zuzugeben. Hast du Angst, dass es rauskommt? Wäre ja auch zu peinlich. Eine verheiratete Geschäftsfrau muss auf ihren Ruf achten. Was würden die Leute sagen? Und was würde dein Mann mit dir machen? Das wäre ein Skandal. Aber davor werde ich dich beschützen. Ich und 15 Ben Franklins stehen zwischen dir und der Schande. Ich erwarte die Verstärkung bis heute Abend. Bringen Sie mir und ich werde mich ein paar weitere Wochen mit den Bildern vergnügen. F. Boah, widerlicher Typ einfach nur, ne? Richtig widerlicher Typ. Ha. Das ist zumindest ein Beweis, dass Fuller Mrs. Biber erpresst hat. 15 Ben Franklins sind $1,500. Aber ob das der Polizei reicht? Sie werden fragen, womit er sie erpresst hat. Und Biber würde alles abstreiten, wenn man sie fragen würde. Ich muss herausfinden, womit Fuller sie erpresst hat. Und ich bin mir sicher, die Antwort befindet sich hinter der Geheimtür. Tja, dann wissen wir, was wir als nächstes tun müssen, ne? Ich würde auch mal sagen, wir machen an dieser Stelle schon mal eine kleine Pause, meine Freunde. Und in der nächsten Folge werden wir auch nochmal in den Diner gucken und werden mal gucken, ob wir vielleicht Mrs. Biber darauf ansprechen können. Denn wir haben ja den Brief jetzt als Beweis hier vorliegen. Mal gucken, was sich daraus ergeben könnte. Und dann werden wir im Anschluss natürlich den geheimen Gruselkeller von Mr. Fuller durchsuchen. Gerne wieder fleißig Däumchen drücken und bewerten. Und dann sehen wir uns in der nächsten spannenden Folge hier bei Black Mirror 2. Bis dahin bleibt mir schon gesund und ciao, ciao.